Guck dich mal diese Atmosphäre. Guck dich mal die Atmosphäre an, Mensch. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge Fallout mit Sunny Smiles im Prospector Saloon reden. Ist unsere Aufgabe. Ja, ich habe jetzt schon wieder eine Woche lang oder zwei Wochen lang nicht gespielt. Ich weiß es nicht. Ich habe echt viel zu tun gehabt. Das kommt dann noch in einem Infovideo. Egal. Noch eine kurze Frage, bevor ich jetzt rausgehe. Ich weiß, ihr seid schon voll geil drauf. Soll ich die Facecam überhaupt machen? Hier in dem Spiel? Das stört doch nur da oben, oder? Also man will auch das Spiel und dann, ich meine, gut, meine Stimme ist natürlich auch sehr störend. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich muss ja nicht dann noch da oben zu sehen sein, oder? Also das, wenn man dann so in so einer dunklen Situation ist und ich werde so schön angepasst. Aber dann bin ich da oben in meinem hellen Zimmer hier, ist doch kacke. Vor allem ist das Licht auch ein bisschen störend. Aber ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wenn ich diese Facecam jetzt einfach weglasse. Ich mach die eh immer so klein. Scheiß drauf. Hier nochmal für euch zum Lesen die Aufgabe. Oh, da sind sie lang, was? Beim Betreiber des Mojave Express in Prim Informationen über den Lieferauftrag einholen. Optional, mit Victor in Good Springs über ihre Rettung sprechen. Okay. Die Männer finden, die versucht haben, sie zu töten. Diese Schweine. Was haben wir hier? Wieder im Sattel. Mit Sunny Smiles im Prospector Saloon sprechen. Ich würde sagen, das machen wir mal zuerst, weil es ist nur eine kleine Aufgabe. Und ja. Gehen wir es an. Falls sie die nicht... Bin ich behindert gerade? Lese ich das falsch? Falls sie die nicht die erforderliche Stärke für eine Waffe besitzen, sind ihre Angriffe weniger genau oder sie greifen langsamer an. Ich bin behindert, oder? Egal. Look at this. Old World Blues. Sie haben ein fragmentiertes Signal auf Ihrem Pip-Boy bekommen. Irgendeine kodierte Übertragung mit einem traurigen, jazzigen Unterton, von dem Sie Kopfweh bekommen. Soweit Sie das beurteilen können, scheint es eine Einladung zum Mitternachts-Science-Fiction-Feature im Mojave Drive-In zu sein. Kommen Sie pünktlich, um die Trailer nicht zu verpassen. Old World Blues wurde geladen. Ihre Levelgrenze wurde um 5 erhöht. Die Wiedervereinigung. Oh nein! Der Pip-Boy hat ein Signal aufgenommen. Es sind Koordinaten, die zum Canyon-Wrack westlich von Prim führen. Unter den Koordinaten stehen die Worte Kurier 6 und die Unterschrift Ulysses. Ulysses? Lonesome Road geladen. Wiederum um 5 Level mehr. Happy Trails Expedition Titel D. Ihr Pip-Boy hat ein Funksignal der Happy Trails Caravan Company empfangen. Sie suchen nach einem weiteren Mitglied für ihre Expedition in das Zion-Tal. Geil. Guckt euch die. Oder? Wie geil das ist. Also. Guckt euch mal diese Atmosphäre. Guckt euch mal die Atmosphäre an, Mensch. Das ist cool, oder? Also, das ist wieder... Moment, kann ich... Nein, wie geil. Ich bleib hier. Ich warte hier bei der Tür. Ihr Pippa hat eine Radioübertragung empfangen, die sie zur großen Eröffnung des Sierra Madre Casinos einlädt. Bootsy! Okay. Gut, ich schließe ja mal nicht erst der... Moment. Ah, ich dachte, ich kann was klauen. Schade. Ich bin bei Fallout voll der Klauer. Voller Klauhans. I've got fists. Fists of anger. Ist meine Lampe noch an? Oh. Egal, nicht so lange rumscheißern. Also, wir haben da unten unser Radar. Wir gehen einfach mal weiter. Wir haben hier das Zeug angezogen, was wir da letztes Mal schon gefunden hatten. Und pimmeln hier einfach ein bisschen rum. Wir gucken mal, was diese Frau da erntet. Moment, kann ich das... Ich will was ernte. Hey. Hey, Aldi. Immer was von dir oder so. Das ist ein Mann, okay. Hallo. Und Doc Mitchell weiß wirklich, was er tut, nicht wahr? So gespräche ich die Leute hier. Ich finde es echt immer... Oh, Moment mal. Tja, ich klaue aber was. Mir ist vorhin übrigens eingefallen, ich mache lieber einen dritten Speicherstand, falls mal irgendwie eine ganze Aufnahme für den Arsch ist, dass ich da wieder anfangen kann. So. Wenn ich es jetzt klaue, wird er sauer. Jetzt dreh dich doch mal weg, Mann. Ich will dir doch nur was klauen oder so. Ich will ihn ja nicht schlagen. Hallo? I think this is a highball. Hui! Wie er bergauf davonfetzt. Okay, wie geil. Gut. Ja, ich will jetzt nicht so extrem rumpimmeln. Doch, ich will rumpimmeln. Hallo?
Ha, jetzt die Tür knallt offen, weil ich echt ein Arschloch bin. Und der macht immer noch in seinem Garten rum. Lass mich doch bitte mal was klauen. Ja, versteck. Versteck, das gehört mir. Kojotenkrautabak gefunden. Habe ich gefunden. Die Banane habe ich gefunden. Habe ich auch gefunden. Aber das... Oh, hallo. Guten Tag. Ich habe nichts geklaut. Ich gehe mal in ein Haus von Good Springs. Oder? Komm. Komm. Ah, ich wollte auch das Spiel noch installieren, damit es schneller lädt. Ich dumm Dödel. Habe ich jetzt vergessen. Sorry, Leute. Das mache ich dann fürs nächste Mal. Ich muss jetzt echt voll ran. Wie viel ist denn jetzt? Ich muss das ran und aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Ich bin so im Rückstand. Das war echt... Jetzt kann ich euch ja ein bisschen erzählen, während ich hier klaue. Ich war die letzte Woche dann ungeplant sehr früh... Ein Hammer, immer, immer. Bei meiner Freundin. Ich war von Mittwoch bis Montag eigentlich, war ich nicht auffindbar. Und deswegen kam nichts. Ich konnte, hab kaum kommentiert und sowas, hab nichts gemacht. Ich hab alles Mögliche schleifen lassen, was Internet angeht. Und ja, verzeiht mir das bitte, verzeiht mir das bitte. Ein Steak, aber sowas von. Ein Messer. Och, es ist so schön zu klauen. Aber nicht im wahren Leben, Klaue. Hört auf. Hört ihr auf zu klauen? Psst. Ihr klaut doch schon wieder. Ich Schweine. Druckkochtopf. Komm. Ah, da bin ich hergekommen. Ach, guck doch mal da, was es hier alles gibt. Früchte und gegrillte Schnecken. Ich habe noch nie so etwas Leckeres gegessen. Gefunden. Moment mal. Nee, keiner da. Fleisch und Bohnen. Ich bin so ein guter Dieb. Ich bin so ein guter Dieb. Kann ich hier... Achso, ja, das bin ich gehört. Munitionskisten zugreifen, aber ohne Ende. Haarklammer kann man immer gebrauchen. Ne, eine Tasse will ich nicht. Oh, eine Harmonike. Leere Sunset Sarsaparilla Flasche. Kronkorken. Ihr wisst ja, die Währung hier bei Fallout, Kronkorken. Oh, ein Sunset Sarsaparilla Sternkronkorken. Yeah. Yeah. Cool. Okay, gut. Wir haben alles geklaut. Ich stelle mich jetzt wieder hin. Und gehe raus. Aber ich mache jetzt ein bisschen weiter hier in der Story. Moment mal. Der Partylöwe. Okay, ja klar. Soll ich jetzt glauben? Wir haben hier den Partylöwen eben bekommen. Wow. Pinte Fockel. Bin verrückt. Wow, genau vor mir fliegt einer. Ich flippe aus. Wie sieht es mit meiner Verdurstung aus? Ich will schon ein bisschen verdursten. Durst, 36, lächerlich. Weil wir spielen ja auf Hardcore, denk dran. Wir spielen nicht im Pussy-Modus. Ich bin Hardcore. Was kann man denn hier klauen? Geil. Sunset Sarsaparilla. Ja, die Scheiße schmeckt dem Killer. Geil. Ja, geile, wie geile. Ich brauche mich im Wett nie wieder verdursten. Ich bin noch nie verdurstet, aber ich werde jetzt noch weniger verdursten als davor. Nachladebank? Ah, da kann ich Dinger herstellen, irgendwie, Munition und sowas. Oder Munition zerlegen kann ich ja... Erstmal verstecken. Ah, hier darf ich eh dran, die sind gelb. Gut, gut. Der hat schon jemand draufgepinkelt, wisch? Okay, noch mehr, nehme ich gerne, ja, Chicklin. Ich habe doch bestimmt dieses extra ausgewählt, dieses Schwert tragen, oder? Oder habe ich da was anderes gemacht? Leute, wir dürfen nicht verpassen, wir dürfen nicht vergessen, wo wir jetzt schon ausgeraubt haben und wo nicht. Denn, wie ihr wisst, der freundliche Bürger von nebenan räumt jeden Laden aus. Jetzt nicht nur einen. Wir haben es nicht nur auf einen abgesehen. Wo wohnt nochmal der Dog? Hier nicht. Dog, the Bounty. Da hinten sind wir hergekommen, ne? Ja, ja, genau. Okay, ich war etwas verwirrt gerade. Also, folgen wir einfach mal dem Quest, dem Cursor, dem Ding, ihr wisst schon. Die Donai? Hello? He goes to the saloon. Okay, gehen wir mal in den Saloon. Let's go. Das extra Hamsterer reduziert das Gewicht aller leichten Gegenstände um die Hälfte. Hm? Ah, was? Platz, Cheyenne.
Keine Sorge. Sie beißt nur, wenn ich es ihr sage. Was? Doc Mitchell meinte, dass sie mir beibringen können, in der Wüste zu überleben. Ich muss nach Bremen. Können Sie meine Route... Ich bin momentan etwas knapp bei an Kronkorken. Es gibt ja wohl nicht zufällig etwas Arbeit. Was machen Sie hier? Sprechen wir über die Gebiete? Nein. Ja, ich kann Ihnen wohl das eine oder andere beibringen. Klingt, als ob Sie nach dem, was man Ihnen angetan hat, jede Hilfe brauchen können. Treffen Sie mich draußen, hinter dem Saloon. Halt, stopp! Ist alles in Ordnung? Ich will erst noch kurz den Rest mit dir besprechen. Ach komm, jetzt muss ich direkt mit der alten Schabracke, mit der jungen Schabracke nach hinten gehen. Supi. Na, Supi. Was? Selbst ist der Mann. Na klar. Licht an. Ich klaue nämlich ganz alleine, selbst, alle Sachen. Da muss mir gar keiner unter die Arme greifen, oder mit der Helferei. Toilette? Na super. Vollgekackt. Oh, klasse. Und bei den Frauen ist wieder wunderschön. Bei der Herre der Schöpfung ist alles vollgeschiss, ne? Ja, klar. Ist doch eigentlich immer andersrum, oder? Sind Frauen nicht die größeren Dreckferkel? Also bei sowas, bei Toilettensachen? Ich glaube, ja. Alt. Wo bin ich? Ach ja, sie will mich erschießen. Super, ich will nicht mehr. Oh. Okay, gucken wir mal. Aber erst will ich den Hund... Oh. So, sehen Sie die Sarsaparilla-Flaschen da auf dem Zaun? Nein. Nehmen Sie das hier und treffen Sie ein paar davon. Also, wo sind die Flaschen auf deiner Stirn? Ah. Also, nehmen Sie das hier. Und schießen Sie einfach voll daneben. Weil Sie ein harter Hund sind. Guck mal, wie ich denn... Sage mal! Ich schieß doch drauf! So ist es richtig. Schatz, hocken Sie sich hin und bleiben Sie ruhig. Das hilft beim Zielen. Dein Mutti hilft beim Zielen. Wie setzt man sich jetzt nochmal hin? Bin gerade ein bisschen behindert. Ach so, ja. So. Batsch, bum, peng. Gut. Tja, das ist schon mal ein Anfang. Aber Sie sind wohl nicht hergekommen, um gegen Sarsaparilla-Flaschen zu kämpfen. Ich sage Ihnen was. Ich muss ein paar Geckos von der Wasserquelle vertreiben. Scheint die Viecher immer anzulocken. Wollen Sie mitkommen? Bin ich behindert? Ja klar, gehe ich mit. Folgen Sie mir. Es ist nur ein kleines Stück südöstlich. Was ist denn, bra? Halt, Hund. Moment mal. Ich habe doch bessere Waffen. Ich habe doch mir irgendwann mal Erweiterung gekauft. 9mm Pistole. Okay, okay. Robuste Karawanenflinte. Ist gut. Ich behalte aber das Kleinkaliber Kaver. Wegen der Munition. Ich muss doch Munition sparen von meiner anderen Waffe durch euch. Ah ja, genau. So geht das ja. Ja, die Sunny, die hat's schon drauf, ne? Die weiß, wie man sich gegen Flaschen wehrt. Sunny... Hopsani. Achso. Ich speichere mal nicht, dass der Hund verreckt. Halt. Was? Ich bin Gammler? Wollt ihr mich verarschen? Das da unten überspeichere ich nicht, Doc Mitchells Haus. Das ist, wie gesagt, unser dritter Punkt. Das überspeichere ich am Schluss immer erst, wenn die Aufnahme beendet ist. Ja. Do, mit der Facecam durch. Do. Ja, also ich verhalte, wie gesagt, die Facecam hier bei dem Spiel für wirklich sehr überbewertet. Oh, Sunny? Sunny, die Musik! Ich habe ein bisschen Angst, Sunny. Vielleicht muss ich ihn auf ihr Popöchen schießen. Vielleicht wird es dann besser. Mit der Musik durch. Oh, oh. Sunny? Sunny? Sanitäter! Blablabla. Sind wir schon da? Haben Sie das oben auf der Anhöhe hinter mir gehört? Mhm. Wir müssen mit ein paar Geckos aufräumen. Kleine Monster sind das. Doc Mitchell behandelt mehr Geckobisse als irgendwas anderes. Schauen wir mal, ob wir näher herankommen. Wenn wir leise sind, dann können wir sie überraschen. So trifft man leichter was Lebenswichtiges. Okay, deine haarige Mutter. Also, Sunny folgen ist abgeschlossen. Schleich nochmal zu den Geckos. Man kann hier hinten... Was war denn das? Diesen Ultra-Cool-Modus anmachen. So. Da kann ich jetzt halt, ne, ich kann das Viech anpeilen, alles ist angehalten, das ist das Geile bei Fallout. Und dann kann man eben hier auswählen. Man sieht ja die Chance 10%, weil ich halt noch so weit weg bin. Tja, aber natürlich bin ich cool. Und da haben sie mich entdeckt.